In Jurassic Park 1 aus dem Jahr 1993 spielt The Big One, also das Riesenbiest, eine essentielle Rolle, auch für den Aufbau der Geschichte. In diesem Video werden wir jetzt mal besprechen, was wir alles über diesen ganz speziellen Velociraptor wissen. Hierbei geht es um Fakten und um ganz interessante Fantheorien, wo ich sage, wow, soweit habe ich noch überhaupt nicht gedacht. In diesem Sinne, lasst uns drüber diskutieren. Viel Spaß mit dem Video. Das allererste Mal wird das Riesenbiest namentlich wirklich so genannt, nachdem Dr. Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, John Hammond und eben die ganze Gruppe, die sich da im Park befindet, die Velociraptoren oder einen Velociraptoren bei einer Brutstation gesehen hat. Nachdem Alan dann also ganz bedeutungsschwanger einen Baby-Velociraptor in der Hand hält und an Dr. Henry Wu gewandt fragt, sie züchten Velociraptoren, nickt dieser in die Kamera, der perfekte Aufbau, um diese Tiere in den Film mit zu integrieren. Daraufhin gibt es einen Szenenwechsel und wir lernen Robert Muldoon ein bisschen besser kennen. Ich meine, den kannten wir auch schon ganz vom Anfang und wir wussten, dass er auch schon eine Hintergrundgeschichte mit einem Velociraptor hatte, die nicht ganz so glimpflich ausgegangen ist. Muldoon erklärt unserer Gruppe von Paläontologen und Chaostheoretikern und dem Anwalt daraufhin, dass er festgestellt hat, dass ein bestimmter Raptor, also ein Raptor, ein bestimmtes Verhaltensmuster aufweist. Er scheint intelligenter zu sein als der gesamte Rest der Gruppe. Ebenfalls wird hier erklärt, dass es ursprünglich 8 Velociraptoren gegeben hat. Das Riesenbiest hat daraufhin alle bis auf 2 getötet und quasi das Rudel übernommen, also das, was von dem Rudel eben noch übrig gewesen ist. Außerdem sei das Tier laut Robert Muldoon dazu in der Lage gewesen, Schwachstellen in den Elektrozäunen systematisch auszuspionieren. Also der Raptor hat quasi die Elektrozäune angegriffen und hat sich ganz genau gemerkt, wo eben der Strom stärker war und wo er schwächer gewesen ist. Eine Fantheorie, die ich ganz oft im Netz gelesen habe, ist die, dass auch Geoffrey von Anfang an, also zu Beginn von Jurassic Park, vom Riesenbiest getötet worden ist. Ja, ganz zu Beginn von Jurassic Park sehen wir, wie ein Velociraptor in das Gehege reingelassen wird und daraufhin stirbt dann eben ein Mitarbeiter, eben Geoffrey. Diese Theorie kann ich hiermit bestätigen, das ist offiziell bestätigt, nämlich von Steven Spielberg selbst, der sich nämlich mal damit gebrüstet hat und auch vollkommen zu Recht, dass das hier ein Build-up für das Riesenbiest im späteren Verlauf des Films gewesen ist. Ja, man sieht jetzt hier, wie Robert Muldoon das allererste Mal erkennt, wie gefährlich dieses Tier wirklich ist und dann später wissen wir, trifft er nochmal auf das Riesenbiest. Also das hier ist offiziell bestätigt, die Kreatur, die man dann im Englischen The Big One nennt. Aus diesem Grund war dieser Velociraptor auch in der Lage zu verstehen, dass er nur gegen diese Transportbox hätte rennen müssen, was er dann auch getan hat, um Geoffrey von dort oben herunterfallen zu lassen und ihn dann eben zu fressen. Kleiner Funfact an der Seite, auf der offiziellen Website des damaligen Jurassic Park ist Geoffrey gar nicht als tot angegeben gewesen, sondern lediglich als unknown, also unbekannt, was eben daran liegt, dass wir seinen Tod nie wirklich gesehen haben. Mal ganz ehrlich, ja, doch, der wird tot sein. Das aber nur als ganz kurzer Side-Fact für euch. Des Weiteren gibt es Fantheorien und jetzt wird es sehr interessant. Und bevor jetzt wieder die Leute, die einfach immer systematisch widersprechen, schon jetzt das Wort aber in die Kommentare gehämmert haben, ohne zu wissen, worum es überhaupt geht, hört mal ganz kurz zu und denkt mal wirklich drüber nach. Wenn ich da einen Denkfehler dabei habe, schreibt mir das bitte mit Begründung in die Kommentare. Ein einfaches, nee, ist falsch, das hilft mir nicht weiter. Ich muss wissen, warum es falsch ist, sollte es denn falsch sein. Aber ich glaube, wir sind hier einer Sache auf der Spur, die ziemlich gut so sein könnte. Erinnert ihr euch noch an die Eier, die Dr. Alan Grant kurz nach dem Angriff des Tyrannosaurus Rex zusammen mit Lex und Tim findet? Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt. Kannst du gerne mal draufklicken. Das Thema hatten wir schon mal geklärt. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei um die Velociraptoren-Eier handelt. Daraufhin hatten viele von euch mir geschrieben, ja, aber pass mal auf, das kann doch gar nicht sein. Die hatten ja gar nicht die Zeit gehabt, sich zu paaren, weil die sind ja erst vor kurzem ausgebrochen. Das ist so nicht ganz richtig, denn die Velociraptoren oder zumindest einer dieser 3 Velociraptoren hätte zu diesem Zeitpunkt bereits trächtig sein können. Diese Theorie geht aus diesen Dokumenten hier oben vor, die offiziell Kanon der Reihe sind und die ganz klar sagen, dass alle 3 Velociraptoren, also das Riesenbiest eben und die 2 Handlanger, nennen wir sie jetzt einfach mal, dass die tot sind und dass aber trotzdem noch eine Population von Velociraptoren auf der Isla Nublar gewesen ist. Das heißt, irgendwie müssen es die Raptoren geschafft haben, sich fortzupflanzen. Ob das hier jetzt wirklich Raptoreneier waren oder nicht, darüber können wir ganz gerne streiten, denn ihr habt recht, ja, die sehen nicht so aus wie das aus dem Labor, aber dennoch gibt es sehr viele Indizien, die darauf hinweisen, dass das hier Velociraptoreneier sind. Eine weit verbreitete Fantheorie geht nun also davon aus, dass niemand Geringeres als das Riesenbiest
der Velociraptor gewesen ist, die ihr Geschlecht verändert hat oder der das Geschlecht verändert hat, quasi vom Weibchen ins Männchen. Die Begründung dafür, dass es das Riesenbiest gewesen sein könnte, nehmen die Fans ganz einfach daher, dass die enorme Dominanz dieses Velociraptoren, der sein komplettes Rudel nahezu ausgerottet hat, bis er eben die zwei letzten Überlebenden hatte, die ihm dann auch gefolgt sind, dass diese Dominanz ein Zeichen dafür wäre, dass das ein Männchen hätte sein müssen. Diese Theorie will ich hier mal ganz kurz ein bisschen anzweifeln, denn im offiziellen Buch zu Jurassic Park 3, also das ist das Buch, das von den Drehbuchautoren geschrieben wurde, wird ganz klar erklärt, dass das Rudel der Velociraptoren nahezu immer von einem Weibchen angeführt wird. Würde also so gesehen keinen Sinn machen, dass The Big One sich von einem Weibchen in ein Männchen umgewandelt hat und daraufhin immer noch das Rudel kontrollieren konnte. Sinn würde es eher machen, wenn das Ganze andersrum abgelaufen wäre. Die anderen beiden Raptoren oder zumindest einer von ihnen hätte sich quasi umgewandelt und The Big One wäre das Weibchen, die eben dann auch das Rudel führt, wie es dann später auch im Roman oder auch im Film von Jurassic Park 3 der Fall ist, dass eben die Weibchen die Rudel kontrollieren. Fakt ist ebenfalls auch, dass wir später im Verlauf des Films überhaupt nicht mehr wirklich unterscheiden können, wer das Riesenbiest ist und wer eben einer der anderen beiden Velociraptoren ist. Steven Spielberg hatte das Ganze ein bisschen anders geplant, denn ursprünglich im Skript war ganz klar beschrieben, wer von diesen drei Velociraptoren das Riesenbiest sein soll. So war dieser Velociraptor unter anderem auch für den Tod von Ray Arnold verantwortlich gewesen, den wir ja auch nicht sehen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, warum das der Fall gewesen ist. Auch hier sollte es ursprünglich eine Szene geben, wo wir gesehen hätten, wie Ray Arnold gefressen worden wäre. Ich habe mir das Video mal unten in der Beschreibung verlinkt, kannst du gerne mal draufklicken. Das haben wir allerdings auch nicht gesehen, aber auch hierfür ist das Riesenbiest verantwortlich. Steven Spielberg beschrieb außerdem in seinem Skript ganz klar, dass auch das Türenöffnen ein Zeichen für die Intelligenz dieses Velociraptors sein sollte. Und hier verstehe ich jetzt nicht ganz, wie das Skript dann aber zum fertigen Film passt, denn wir sehen ja später, wie Robert Muldoon vom Riesenbiest gefressen wird. Ja, auch das ist offiziell bestätigt, dass das hier das Riesenbiest gewesen ist, was ja auch nur Sinn macht zu dem Build-up, eben den Robert Muldoon auch persönlich zu diesem Velociraptor hat. Parallel dazu, oder zumindest relativ parallel dazu, spielt sich dann aber die Küchenszene in Jurassic Park 1 ab. Und da hat Steven Spielberg eben gemeint, ja, das Riesenbiest wäre dazu in der Lage gewesen, die Türen zu öffnen. Ich schätze mal, dass die anderen das eben auch gekonnt hatten. Er hat das eben nur sehr speziell auf diesen Velociraptor gemünzt. Würde aber eben so keinen Sinn machen, weil diese Szene eben relativ parallel zum Tod von Robert Muldoon spielt. Deswegen müssen die irgendwie alle in der Lage gewesen sein, Türen zu öffnen. Colin Trevorrow bestätigte übrigens auch noch, dass die Narben an Rexys Hals, die wir dann zu Jurassic World Ära immer wieder sehen können, dass auch die vom Riesenbiest stammen. Und das sehen wir ganz zum Schluss, als der T-Rex unsere Gruppe vor den Velociraptoren beschützen will und dann eben in einen Kampf mit den Velociraptoren gerät. Was wir nun also ganz klar sagen können, ist, dass das Riesenbiest wesentlich schlauer gewesen ist, wesentlich dominanter als der gesamte Rest. Noch dazu wissen wir, dass keiner dieser drei Raptoren laut offiziellen Angaben überlebt hat. Es gibt Dokumente zum Film, die offiziell Kanon sind, die beschreiben, dass Dr. Henry Wu noch einmal auf die Isla Nubla zurückgeflogen ist, um quasi seine Spuren mehr oder weniger zu verwischen. Das Ganze wurde natürlich nachträglich hinzugedichtet, jetzt wo wir alle wissen, dass Dr. Henry Wu ja zum Zeitpunkt von Jurassic World so ein bisschen der Bösewicht gewesen ist, damit das irgendwie in den Kanon reinpasst, hat man das eben dann noch mit dazu gedichtet. Während er also die Ruinen des alten Jurassic Parks erforscht hat, um seine Spuren zu verwischen, hat er auch dann diese Dokumente hinterlassen, bei denen ganz klar gesagt wird, es gibt Velociraptoren auf der Insel, aber die drei, die im Park ausgebrütet wurden, sind alle drei tot. Folgende Theorie wird jetzt aber sehr interessant werden, haltet euch fest. Wir haben jetzt ja gelernt, oder das habt ihr wahrscheinlich auch schon durch das Schauen des Films gewusst, dass das Riesenbiest ein sehr intelligenter Velociraptor ist. Die Velociraptoren werden in der Jurassic-Reihe immer als sehr intelligent dargestellt. Das Riesenbiest soll dem Ganzen aber nochmal die Krone aufgesetzt haben und nochmal wesentlich intelligenter gewesen sein. Kennen wir noch einen Velociraptor, der durch seine Intelligenz extrem hervorsticht? Blue is potentially the second most intelligent piece of life on this planet. Fantheorien gehen davon aus, und da muss ich wirklich sagen, das ist eine reine Theorie, dazu gibt es null Indizien, keine einzige. Aber es würde irgendwie Sinn machen, dass Blue ursprünglich auf den DNA-Zellen des Riesenbiests basiert. Und ich weiß, ich bin immer der Erste, der ganz groß rumschreit, ich brauche hier keine zwanghafte Connection zwischen A und B und C und irgendetwas, aber da muss ich wirklich sagen, das würde ich extrem cool finden, weil es hier auch Sinn machen würde, wenn wir uns einmal überlegen, dass Dr. Henry Wu zurück auf die Isla Nubla gereist ist, um eben da seine Spuren zu verwischen, dort dann eventuell Zellen vom Riesenbiest entnommen hat und dann damit später Blut züchtete, weil er eben schon den Grundgedanken hatte, ja, dieses Tier war wesentlich intelligenter als die anderen Raptoren, wir müssen mehr daraus arbeiten.
arbeiten. Wir müssen mehr mit dieser Intelligenz herumforschen. Auch das würde im späteren Verlauf der Reihe noch Sinn machen, dass Dr. Henry Wu oder auch Louis Dutchton dann später so hinter Blue her ist. Nicht einfach nur, weil Blue leicht zu abzurichten ist. Das ist ja eigentlich irgendwie Quatsch. Ich meine, die Velociraptoren scheinen ja laut Owen Grady alle leicht abzurichten gewesen sein, aber wirklich intelligent, also die größte Intelligenz dieses gesamten Velociraptorenrudels auch aus Jurassic World, hatte Blue. Ich bin jetzt auf deine Meinung gespannt, was du dazu zu sagen hast. Denkst du, das könnte wirklich sein? Glaubst du, das Riesenbiest könnte eine Connection zu Blue haben? Macht das für dich Sinn? Wie gesagt, bevor du jetzt hier ein großes Aber reinschreibst, ja, aber das kann ja irgendwie nicht sein. Bitte erklär mir erstmal, warum das nicht sein kann. Oder denk mal darüber nach, ob das wirklich Sinn machen würde. Weil ich finde, ja, das würde irgendwie verdammt viel Sinn machen. Das sind alle Fakten, die wir bis dato über das Riesenbiest wissen. Und ich hoffe, ich konnte hiermit auch so ein paar Fragen beantworten. Ich finde das Tier wirklich auch selber sehr interessant. Und wenn das vielleicht wirklich ein weit entfernter Vorfahre von Blue ist, beziehungsweise wenn Blues DNS auf der DNS vom Riesenbiest basiert. Ey, ich würde es irgendwie ganz geil finden. Wie ist deine Meinung dazu? In diesem Sinne bin ich für heute erstmal raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.